Mal. Ja, unser erster Tag in Bulgarien, der war wirklich sehr schön. War super, den Drago wieder zu treffen nach der langen Pause. Und wir haben viel erlebt. Danke, Drago. Er hat uns jetzt natürlich gut gezeigt, alles, was natürlich super ist. Natürlich toll, wenn man jemanden hat, der sich auskennt, wenn man irgendwo hinfährt. Und dann unsere erste Übernachtung, die war auch schön. Das Zimmer war sauber, war alles gut über Airbnb. Nur das einzige Problem war natürlich, dass die ganze Romantik dahin war, weil eigentlich wollten der Walder und ich uns immer das Zimmer teilen. Aber nach diesem massiven Schnarchangriff haben wir uns dann morgens getrennt und natürlich separate Zimmer genommen. Let's see. Und dann schauen wir mal, was noch passiert auf der Reise. Mein erster Morgenspaziergang in Sofia. Es ist 9 Uhr morgens. Gestern sind wir ja abends angekommen. Da war es relativ kalt. Also gefühlte 20 Grad. Heute wird es wahrscheinlich wärmer. Und das ist hier so, ich bin ziemlich im Zentrum. Sehr viel Grün hier. Schön. Und nicht so viele Autos, so wie es scheint. Also wenig Verkehr. Dafür, dass man fast im Zentrum ist. Ja, jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas zum Frühstücken kriege. Der Walter, der schnarcht noch so vor sich hin. Schöne alte Straßenbahn. Super. Aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe, dass ich das Hotel auch wieder finde. Naja, hab's ja gefilmt, aber ich schon wieder finden. So, das ist hier also schon, wie gesagt, Zentrum. Kann man schon irgendwie, wenn man aus Deutschland kommt, ein paar Jahre zurückversetzt vor. Wunderschön. Hier gibt es so frische Donuts. Ich glaube, da werde ich mal einen probieren. Wenn man dann noch einen Kaffee dazu kriegt, wäre natürlich super. Ich wollte mir hier gerade so einen Donut kaufen, einen bulgarischen, mit Apfelmarmelade. Aber leider konnten sie keine 50 Lewi oder wie die Währung hier heißt, wechseln. Naja, dann muss man halt schauen, dass man den mal klein kriegt, den 50er. Ansonsten kriegt man nichts zu essen. Wein oder Alkohol im Holzfass, das habe ich das letzte Mal gesehen vor, was weiß ich, 1980 in Spanien oder so. Wollte gerade hier mal ein 50er auf der Postbank wechseln, aber die haben mir dann erzählt, dass sie da Gebühren verlangen, wenn sie das Geld klein machen, also nicht wechseln in eine andere Währung, sondern einfach nur wechseln. Und es ist nicht so leicht, hier ein 50er loszuwerden. Zumindest jetzt gerade in dem Gebiet, wo ich hier bin. Ja, hallo. Ich bearbeite gerade das Video, also von Bulgarien, das heißt, wie ich mit dem Walder in Bulgarien war. Das ist der erste Tag von unserer Reise. Die Brille ist ganz schön dreckig. Ja, und die Selina, die hilft mir dabei, die macht gerade Pause und ich habe jetzt mal geschaut, was sie bis jetzt zusammengeschnitten hat. Und dann habe ich mich natürlich wieder daran erinnert, dass wie schwierig das war, am ersten Tag meine 50 Lewi zu wechseln. Ich habe es versucht mit Donuts und so weiter. Das habt ihr ja gesehen. Und dann musste ich natürlich aus reiner Verzweiflung zum Frühstück Wein trinken. Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht mit dem Weinfrühstück. Aber eins muss ich sagen, der Wein war exzellent. War einer der besten Weine, die ich seit Jahren so offen getrunken habe. Also, schauen wir mal, was weiter passiert. Hier gibt es frischen Kaffee. Und jede Menge andere Gewürze, Nüsse, Trockenfrüchte, Kaffeemaschinen, wo der Kaffee gemahlen wird. Riecht sehr angenehm hier drin. Hier gibt es einen Kaffee. Auch hier ist es mir nicht gelungen, leider meinen 50er zu wechseln. Ich wollte einen Kaffee trinken.
Also es ist auch wirklich günstig hier. Hier kostet dann so ein Kaffee, glaube ich, 50 Cent oder was. Und wahrscheinlich ist es noch zu früh, die haben alle noch nichts eingenommen. Aber schöner Laden. Aber jetzt muss ich irgendwie schauen. Naja, was ich meinen 50er klein kriege. Wenn nicht, muss ich doch noch Gebühren bezahlen. Wir sitzen hier auf der Parkbank. Hier gibt es frisches Wasser, also frei. In Bulgarien gibt es überall freies Wasser für die Bürger. Das ist auch gut so. Nestle hat es noch nicht aufgekauft. Und wir genießen hier, ich habe hier gerade einen super Wein mir gekauft. Für, was hat er gekostet? 2 Euro. Vom Fass, also muss man sagen, vom Fass. Und dazu diesen Apfeldonut mit gefüllt, also so Donut gefüllt mit Apfelmus, schmeckt auch super, oder? Was sagst du? Sehr lecker. Lecker, gell? Und hier holen die Leute sich hier Wasser, schau. Super. Also hier muss man nicht verduschen. Geile Atmosphäre hier, finde ich jetzt. Mir gefällt's. Gefällt's dir bis jetzt? Ja, oh ja. Und dann war ich nochmal bei dem Holzfass Weinhändler. Da habe ich gesagt, gib mir mal eine Flasche von deinem besten Wein. Und ich muss sagen, der schmeckt super, der Wein. Also so ein schöner Wein zum Frühstück mit so einem Donut, Apfel. Optimal. Das ist optimal, ne? lecker. Hier gibt es die Tauben. Die eine finde ich sehr schön, die braune. Die so schaut ganz anders aus, die da. Wir haben gerade ein bisschen von meinem Donut abgegeben. Also der Donut war besser wie jeder Donut, den ich je gegessen habe. War halt frisch gemacht, nach altem Rezept wahrscheinlich. Und hausgemacht halt. Die haben das noch drauf hier. Hier gibt es viele Sachen, also wo wir gar nicht mehr so kennen in unserer. Gut, bei uns gibt es schon noch viel. So, der Walter probiert jetzt gleich einmal das Wasser hier. Das ist Quellwasser, oder? Und? Wie schmeckt's? It's fresh. It's very cold. Ja? Very cold. Gut? Very good, man. Yeah, they have good water here. Yeah. Drago told me this already in Thailand, that they have water everywhere for the people. Ich probiere jetzt auch mal das Wasser, weil Wein und Wasser passt immer gut zusammen. Vorher noch mal einen Schluck Wein. Ja. Nimm deine Taube mit. Dann das Wasser. Das ist gut, ne? It is. Gut, yes. Okay, and cut. Ich bin immer noch in Sofia, hab gerade richtig gut gegessen. Jetzt will ich mir irgendwo eine schöne Salami kaufen, weil mein Freund der Drago hat gesagt, die Salami ist so geil hier. Jetzt schaue ich halt einmal, wo es eine Salami gibt, Brot gibt es da vorne. Und man muss einfach das Leben genießen. Man kann jetzt einfach sagen, ich mach das, ich mach das. Man fällt drauf rein und dann passiert ja immer wieder was Neues. Du kannst natürlich auch rumrennen von einem Gebäude zum anderen. Das hatten wir ja gestern Abend schon. Das habt ihr noch nicht gesehen. Das könnt ihr dann irgendwann mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Aber ich hole mir jetzt eine schöne Salami und die teilen wir uns dann da und essen sie da vorne. Was sehr schön ist. Und genießen die Einfachheit des Lebens. Ich habe meine Salami hier schon gefunden. Schaut doch gut aus hier. Das ist schon geschnitten. In Plastik. Na, nehmen wir es geschnitten. Weil jetzt sind wir ja faul. Schau mal, da gibt es richtig geilen Käse. Schau doch mal den Laden an. Das erinnert mich so in meine Kindheit in Ansbach. Bei uns ist das alles kaputt. I would like to have this one. Yes. Thank you. Ich glaube, das ist super.
Was kostet's? 2,40, das ist ungefähr 1,50 Euro. Thank you. Can you smile? Also ich habe jetzt gerade hier bei dieser lieben Dame hier diese geschnittene Salami gekauft für 3 Euro. Und die essen wir jetzt dann. Thank you very much. Das ist also wirklich super hier. Wie gesagt, Zeitreise. Anders kann ich es nicht definieren. Naja, das Plastik gab es vielleicht damals nicht. Aber ansonsten ist es so richtig geil hier. Jungs, kommt nach Sofia, genießt mal eine Woche hier. Einen schönen Urlaub, glaube ich, kann man gar nicht machen. Man muss sie aber auskennen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Ich habe das Glück, dass ich einen Freund hier habe. Did you get the bread? No, I went to my talk the whole time. Oh, okay. Also, der Walter und ich, wir kaufen jetzt mal hier eine Flasche. Das war der, den ich gerade anstatt Kaffee getrunken habe. Weil das war der einzigste Laden, Alkohol läuft immer, der meinen 50er wechseln konnte. He was the only shop who can change the 50, the other one's good. Yeah. So, Alkohol läuft halt. Ne? Und der hat da unten, da kommt er jetzt hoch mit seinem Weinkeller. Abgefüllt mit der Plastikflasche. Very good. Your name? Ivan. Ivan. Ja, also der Ivan, der hat dieses Weingut in Bulgarien. Wenn jemand Interesse hat, ihn zu kontaktieren, hier, das ist das Prospekt von ihm. Also der Wein war super, mir hat er super geschmeckt. Ja. Er war auch ein ganz netter, spricht gutes Englisch. Ja. Da ist das Weingut, er hat mich da auch eingeladen, aber leider haben wir es nicht geschafft dieses Mal, aber vielleicht nächstes Mal. Ja. Hier. Jetzt tue ich dann nochmal die Adresse genau zeigen. Und wenn einer mal einen guten Wein will oder in Bulgarien ist, würde ich einfach mal dort vorbeischauen. Und dann könnt ihr ja sagen, dass er von mir kommt, dass ihr das bei mir gesehen habt. Sieht man das jetzt? Ja? Also hier ist ja die ganze Info drauf. Also der Wein war super, sehr zu empfehlen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Jetzt blurrt das total. Ja, jetzt geht's wieder. Also hier nochmal die Adresse von dem Weingut. Gut. Also ist wirklich super hier, ja. Also Sofia ist geil. Und hier da draußen, ich zeige euch nochmal draußen die Weinfässer. Hier sind die Weinfässer. Naja, die wissen auch, was Schönes hier. Hoppala, Entschuldigung. Ja. Also hier ist wirklich schön. Tanja, you want the wine? We buy one more for you. We buy one for you. Sie doesn't drink. Sie trinkt nichts, gell? Die hat's gut. Der Walter, der säuft ja nur die ganze Zeit. Wasser. Wasser, ja, ja. Na, da bin ich vielleicht der Säufer dann, der ein bisschen was säuft. Ich bin der wirkliche Alkoholiker. Und wenn das nächste Flugzeug vorbeikommt, das habe ich jetzt schon 5-mal verpasst, darum sind wir sitzen geblieben, das fliegt hier immer genauso drüber. Das Flugzeug, da fliegt die Taube, ist ja immer ähnlich, wenigstens, die Einflugschneise ähnlich. Aber wenn da das Flugzeug so drüber geht, das ist schon irgendwo geil. Da ist der Airplane, yeah, die Einflugschneise, endlich erwischt. Cool. And this is tomato? Ja, okay. A mixed tomato. Mixed. It's good, looks good. Beautiful chicken. You cook this? Oh. You make it? I will cook it. You will cook it. Okay. But now we have a dinner first. I invite you too. You come with us? Mm-hmm. Yeah? No. Vegetarian? Are you vegetarian? Vegan. Vegan? We are here in Sofia. What's your name? Can I make a video? It's okay? Please. Thank you.
And we are here with Trump. They call this cat Trump. Also diese Katze heißt Trump. Yes. Excuse me, what's your name? Milk. Milk. Milko. Milko. Das ist Milko, der war auch schon auf der ganzen Welt unterwegs, war auch schon in New York und hat gearbeitet. So, has a lot of experience in life, been everywhere. It was all right, but then I got blind. I lost my eye. Oh, you lost? No. But now you can see again? No. No? One eye doesn't work. About one eye you can see. Very badly. Very badly. You can see the red? Yeah. That's not yellow inside, yeah? Dann kann man froh sein, wenn man gut sieht. Walter? Calling Carter, so we have a Trump. Mr. Carter, oh yeah, here is Carter, here is Trump. And they also have a cat which they call Obama. It must be a black cat. Is the Obama cat black? Milo. Milo. Na, er hört nichts. Na, der ist auch schon älter, der ist schon 63. Ich meine, ich höre ja auch nicht mehr so gut, aber er hört wahrscheinlich noch schlechter. Er konzentriert sich ja gerade. Aber er sagt, wie gesagt, das ist die Trump Cat. Dann haben sie eine Carter Cat, die sitzt hier. Und dann gibt es noch irgendwie die... Ja, die Obama-Katze, die muss ja schwarz sein, gell? Wenn sie weiß wäre, wäre es ja Frevel. Milo, excuse me. The Obama-Cat, is it black? Aber the first one was, er hat gerade gesagt, der Obama ist gar nicht da. Nein, der Trump und Obama sind gar nicht mehr zusammen. Ja, he said, Obama and Trump are not together anymore. Ja, ja, ja. Er hat die Katze gemeint und ich habe den Präsidenten gemeint. Genau, genau. Und da sitzt der Trump. Aber where is Obama? I think Obama before was sitting over there. I got him on the window. Obama hides. Ja, der Trump und der Obama, da. Also wenn sie jetzt dann in Amerika auch mal so weit sind, dass sie zusammen sind, dann passt es ja, ja. Hallo Obama, hallo Trump. Oh, here he is. There is Obama, coming up for the fucking movie. Great, you know. Obama, hallo. Da ist der Obama. Das ist der Obama, gell? Ja? Und da ist der Trump. Das sieht man, der Trump ist viel fetter. Obama is slim. Huh? No. Very shy cat. This is Obama? Yeah, that's it. Das ist der Obama, hat er gesagt. So. Obama. Oh, der ist aber ängstlich. Ja, der Trump ist mehr relaxed, das merkt man schon. Trump is more relaxed, you see? Der Trump, der ist so richtig cool drauf, ja. Das ist ein richtig geiler Kater, gell? Den kann nichts erschüttern. Huh? Obama rennt immer, ne? Also an dem Laden bin ich jetzt schon das dritte Mal vorbeigelaufen. Die Dame, die steht immer davor und raucht. Ja, das ist eine Kettenraucherin, glaube ich. Hier ist der Metzger. Sofia, 2019. Ich kaufe mir immer hier meinen Wein da, also nicht immer, aber wenn ich halt da bin. Und ich hoffe, dass ich mal irgendwann wieder da bin. Der Walter sitzt da drüben, der holt sich einen Döner. Also wir essen jetzt dann Döner und Wein. Döner und Wein, das darf sein oder muss sein, keine Ahnung. Lecker auf jeden Fall. Also wir sitzen jetzt in Sofia, der Walter isst einen Döner, meiner liegt auch da und seit dem Frühstück trinke ich diesen guten Wein hier und er bekommt mir wirklich gut, muss ich sagen, ist gegen Herzinfarkt. Sofia,
Also wer hier nicht hergeht, ist selber schuld. Prost. Und ich habe hier einen Döner. Der Walter hat einen Döner spendiert. Naja, schauen wir mal, wie der Döner hier schmeckt. Wie ist er? Gut? Different. Gut. Da drüben spielen sie Schach. Ich zoome so jetzt mal ein bisschen rein, wenn es funktioniert mit meinem Stick hier. Ich meine, die Alten haben nichts zu tun, sind Rentner, spielen Schach in der Fußgängerzone. Das ist doch wünschenswert. Ich habe es ja vorhin beobachtet, da haben sie noch diskutiert, was für einen Zug hätte man machen können, dass es nicht Schachmatt geht. Also. Hier ist der Walter. Walter. You're not eating, you're just having a cigarette. Er ist halt durcheinander in dem Alter, gell? Da blickt er nicht mehr so richtig durch. Er raucht und dann denkt er, dass er isst, aber naja, gut, kann man nichts machen. Das ist der Mirko. Der Mirko, den haben wir hier kennengelernt, der war schon auch. Der war schon in New York und überall. Der Walter ist ja so ein scharfer Amerikaner. Da drüben kriegt er ja nichts, gell? Die sind alle so fett. That's the wrong promotion. Nein, in Amerika sind sie alle fett, hier sind sie noch schlank. Wird er natürlich scharf, wenn er hier rumläuft. Also Ansbacher, Prost auf Ansbach, Wein aus der Plastikflasche. Nur im Glas schmeckt es besser, aber ist okay. Für 2 Euro. He's a good soul. You don't have to worry about him. Come on, open this. Mach's mal. Du mal raus, dann nimm's in die Hand. Schau mal, das Brot ist fast so groß wie ein Walter sein kleines. Und ich meine, dazu diese Salami. I mean, das Brot übrigens hat 60 Euro Cent gekostet. Die Salami war teuer, die hat einen Euro gekostet. Euro. Und der Wein, ey, also wir leben hier wie die Könige. We live like the Caesar and Kings. I hope. Also hört nicht auf den Walter, der ist verrückt. Ja, sind die Tauben, schau, ich rede von den Tauben, was redest du? Was? Die Tauben, die schönen Tauben. Die Boxen, dem Walter gefallen diese Schachteln da. Ja. Ja, der macht Schachteln. Der Walter steht auf Schachteln, ja, das wusste ich schon. Was willst du erwarten von den Amis? Ja.